Der Wirtschafts- und Medienstammtisch aus der Metropolregion Nürnberg, Fürth und Erlangen. Mit freundlicher Unterstützung des Funkhaus Nürnberg. In Fürth weiß man, wie man feiert. In den ersten beiden Oktoberwochen regiert die Königin der Kervas die Stadt und die Besucher kommen gern und zahlreich zur Michaeliskirchweih. Die Fedder Kerva verwöhnt in erster Linie die Geschmackssinne ihrer zahlreichen Gäste. Dass während der Kerva-Zeit auch der Erntedank gefeiert wird, passt da gut zusammen. Es locken auch viele technische Attraktionen und bunte Fahrgeschäfte. Da ist für jeden etwas dabei. Also mein Highlight, immer wenn ich über die Kirchweih laufe, fällt mir Zuckerwatte ein. Das ist ganz klar. Das war so, als ich 3 Jahre alt war, war ich sehr oft auf dem Rücken meines Vaters, wenn es durch Volksfeste ging, beispielsweise am Oktoberfest oder egal welche Kirchweih es war. Ich musste als Kind mehr oder weniger getragen werden und ich wollte immer eine Zuckerwatte. Und diese Zuckerwatte habe ich dann immer kunstvoll in die Haare meines Vaters eingewoben. Das Entscheidende ist für mich das Gesamtflair, die Düfte, die strahlenden Gesichter, die vielen gut gelaunten Menschen, die ganzen Familien. Das Gesamtflair, das ist der eigentliche Höhepunkt. Ich habe es vor, mir mal wieder diese schönen Gurkenfässer anzuschauen. Im normalen Alltag so Glas Salzgurken beispielsweise zu kaufen, macht man weniger, aber da kann ich mir vorstellen, stehen zu bleiben, die Düfte mitzunehmen und vielleicht den einen oder anderen richtig großen, fetten Gurken dort zu kaufen. Also mein persönliches Highlight ist natürlich Kurtis Grauberger. Die Bierhütten. Da gibt es viele, da gibt es diese Essensspezialitäten, die es hauptsächlich auf der Fürther Kirchweih gibt, wie den Baggersstand, wie Stände mit gutem Käse. Also es geht bei mir immer wieder ums Essen. Und während sich in Fürth noch die Karussells drehen, denken die Gäste schon an das Jahresende. Ja, also ich hoffe, dass die Haushaltsberatungen und die vielen Weihnachtsfeiern unbeschadet vorübergehen. Dann werde ich nämlich mit meiner Gattin eine Woche nach Hongkong fliegen dürfen zum Jahresausklang und dort Silvester verbringen. Also das Jahr, also ich bis zum Jahresende will ich gesund bleiben, weil zu Beginn des neuen Jahres, also gleich im ersten, also in der Silvesternacht fliege ich noch zu einer der Inseln im Atlantik. Nein, das sind, weil ich mache eine Kreuzfahrt am 1. Januar. Und das ist mein Ziel, mein nächstes Ziel. Ich will an Bord des Schiffes gehen und einfach mein Geburtstag, ich war ja 25 im Januar, den will ich einfach feiern. Und das ist mein nächstes Ziel. Das nächste Vierteljahr steht gerade jetzt bei Charivari nochmal voll. Da stehen wir alle miteinander im ganzen Team nochmal voll im Saft. Denn wir werden nochmal eine Programmänderung durchführen, die das Programm etwas verjüngt, etwas modifiziert, sagen wir mal. Und da ist vom Jingle-Paket über die Musik und im Prinzip alles gefragt, neue Aktionen, neue Benchmarks. Und das kostet, glaube ich, jetzt nochmal 3 Monate richtig viel, viel Arbeit und richtig viel Kraft. Noch bis Mitte Oktober steht Fürth im Zeichen der größten Straßenkerva Bayerns. Und die ist auf jeden Fall einem Besuch wert. Der Wirtschafts- und Medienstammtisch aus der Metropolregion Nürnberg, Fürth und Erlangen. Mit freundlicher Unterstützung des Funkhaus Nürnberg. Ihr Medienpartner für Radiowerbung in der Region.